Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus dem Februar sprechen. Diesmal zum ersten Mal mit Softbox und ich muss mich zusammenreißen, nicht zu sehr in diese Richtung mich zu drehen, denn sonst spiegelt es in der Brille. Ich brauche aber auch tatsächlich das Licht, weil es heute wirklich etwas dämmerig und dunkel ist. Und ich muss auch mal schauen, ob ich es überhaupt in einem Video schaffe, weil es wieder relativ viele Titel sind, aber dann beginnen wir auch endlich mal mit dem ersten Buch, nämlich einer Graphic Novel, The Wrong Hundred Nights of Hero von Isabel Greenberg. Ist ein bisschen kompliziert zu beschreiben, worum es eigentlich geht, denn mehr oder weniger beginnt es mit zwei Männern, die sich darüber unterhalten, was eben die perfekte Frau ist. Und die muss natürlich wunderschön, aber auf gar keinen Fall zu klug sein und treu. Und da sagt der Mann Nummer zwei: Na, genau so eine habe ich, so ist meine Ehefrau. Und Mann Nummer eins sagt: Bist du dir da sicher? Wollen wir das nicht mal testen? Und sie schließen eine Wette ab, sodass Mann Nummer zwei eben für 100 Tage verschwindet und Mann Nummer eins versucht, dessen Ehefrau zu verführen. Was beide aber logischerweise nicht wissen, ist, dass diese Ehefrau schon ewig eine Beziehung, beziehungsweise in dem Fall wäre es vielleicht eigentlich eher eine Affäre mit ihrer Zofe namens Hero hat. Und es kommt eigentlich auch so raus, dass sie sich um Männer allgemein nicht sonderlich schert. Ja, Mann Nummer 1 kommt also jede Nacht zu ihr und möchte sie prinzipiell verführen, aber ähnlich wie in Tausend und eine Nacht beschließen die zwei Damen, dass eben Hero jede Nacht eine wirklich fesselnde Geschichte erzählt, sodass der Mann gebannt lauscht, durchaus auch manchmal so ein bisschen mit Cliffhangern und eben komplett vergisst, mit der Frau zu schlafen. Das heißt, wir haben hier Geschichten innerhalb von Geschichten innerhalb von Geschichten teilweise, was mir sehr gut gefiel. Ich mag so eine Erzählweise immer sehr. Ich habe aber auch eine Kleinigkeit zu kritisieren. Wer meinem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich eigentlich so Orphofeministin bin. Aber es war schon ein bisschen auffällig, dass hier 99% der Männer Arschlöcher sind. Also da geht es halt nicht sehr tief in seiner Beschreibung, muss man jetzt ehrlich mal zugeben. Das Buch lebt wirklich von seinen Geschichten und die waren wirklich toll. Also meine Liebste war zum Beispiel, als der Mond in Gestalt einer Frau auf der Erde wandelt. Ach, die war wirklich, wirklich schön. Aber es ist ein bisschen arg direkt in seiner Aussage. Also Frauen sind toll, Frauen sollen zusammenhalten und Männer kann man eigentlich vergessen. Also, mir wäre es da vielleicht etwas subtiler lieber gewesen. Ja, ich muss auf jeden Fall auch noch was zum Zeichenstil sagen, denn der gefiel mir sehr, sehr gut. Er ist eher eigenwillig, muss ich zugeben, und ich kann das nicht genau festmachen. Bei manchen Zeichnern stört mich das, wenn die halt so proportional falsch zeichnen, wenn es eher ins Cartoonhafte geht, aber hier finde ich es sehr interessant, auch passend, etwas Besonderes irgendwie. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja. Auch kleine lustige Fußnoten hat sie da immer mal mit eingebracht. Und trotz meiner kleinen Kritik hat das auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich Lust habe, auch das andere von Isabel Greenberg zu lesen. The Encyclopedia of Early Earth wäre das. Das steht schon sehr lange auf meiner Wunschliste. Das hier ist eigentlich schon ihre zweite Graphic Novel. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war halt, ja, vielleicht ein bisschen plakativ. Also, ne, man muss sich halt darauf einstellen, dass es nicht gerade subtil irgendwie das Geschlechterverhältnis behandelt, sondern einfach ein bisschen direkter. Es hat ja auch im Endeffekt nicht so viele Seiten wie zum Beispiel ein Roman oder einfach nicht so viel Platz, war aber ein guter Start für mich und diese Autorin. Danach las ich dann Lila von Marilyn Robinson. Der Inhalt ist hier etwas schwierig wiederzugeben, weil wir es eben auch nicht chronologisch erfahren und ich euch nicht zu viel verraten möchte. Ich glaube, man kann auch nicht direkt Bewusstseinsstrom dazu sagen, aber es springt auf jeden Fall sehr viel hin und her und sie denkt eben mal daran und mal daran. Also es kann zum Beispiel auf Seite 1 stehen, dass wir uns halt jetzt im Jahr XY befinden und sie sitzt in ihrem Schaukelstuhl und dann erfahren wir was aus ihrer Kindheit. Dann vielleicht einen Tag vor der Jetztzeit, dann nochmal Kindheit, nochmal Jugend, dann der Morgen vor der Jetztzeit und hin und her. Sie hangelt sich da immer so ein bisschen an Assoziationen entlang und 50 Seiten später kann sie eben immer noch gerade in ihrem Schaukelstuhl sitzen und es ist an sich jetzt nicht viel passiert, aber wir haben sehr viel über sie erfahren. Was man sagen kann, ich glaube, es spielt in den USA so im 20. Jahrhundert. So einen genauen Zeitpunkt habe ich nicht rausgefunden. Und Lila war ein Waisenkind, was von einer Gruppe Wanderarbeiter, beziehungsweise speziell von einer Frau, die sich eben diesen Wanderarbeitern angeschlossen hatte, aufgenommen und aufgezogen wird. Und viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten, wenn man es halt erst im Laufe der Geschichte herauskriegt. Ihre Vergangenheit, ihre Entwicklung, ihre Gedanken sind dabei eben zentral für die Geschichte. Passiert jetzt kein großer Moment, es geht jetzt nicht schnell in der Handlung voran, sondern wir befinden uns zum Großteil im Kopf der Protagonistin. Trotzdem fühlte ich mich Lila bis zum Ende ziemlich fern. Ich meine, das passt zugegeben zu der Protagonistin. Sie ist sehr distanziert, vorsichtig, sie traut auch dem Frieden nicht. Also selbst in Situationen, wo es ihr dann eigentlich ganz gut geht, ist sie immer so ein bisschen angespannt. Und ich meine, allein durch die Lesezeit, die man halt mit ihr verbringt, hatte ich am Ende vielleicht eine gewisse Bindung aufgebaut. Aber bis zum Schluss wusste ich zum Beispiel auch nicht so richtig, was will Laila denn eigentlich? Also ich konnte mir nichts ausmalen, wo ich sowas sage wie, wenn das und das passiert, dann wäre Laila glücklich. Also ich konnte sie bis zum Ende nicht so richtig fassen. Ja. Das Ganze gehört ja zu einer lose zusammenhängenden Trilogie und ich hatte vorher eigentlich gehört, dass in diesem Buch Religion nicht eine ganz so große Rolle spielt wie in den anderen beiden, vor allem in Gilead, wenn ich das
richtig in Erinnerung habe, dreht sich Gilead darum, dass eben ein Pastor so im Sterben liegt oder zumindest alt ist und mit seinem Sohn spricht. Und da spielt die Religion natürlich eine große Rolle. Und trotzdem fand ich, dass Religion hier auch sehr, sehr präsent war. Und das ist bei mir ehrlich gesagt immer mal so eine Sache. Das kann gut sein, kann mich auch manchmal nerven. Also ich würde sagen, dieses Buch ist jetzt noch nicht direkt missionarisch, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Autorin christlich ist und durchaus auch irgendwie zeigen wollte, ja, der Glaube ist etwas Positives, etwas Gutes. Und ja, war mir vielleicht manchmal schon ein bisschen zu viel. Also was ich mochte, war wirklich so die ruhige, teilweise zarte Erzählweise. Aber es hat mich jetzt auch wirklich nicht so begeistert, dass ich irgendwie gleich losrennen und mir die anderen beiden Teile kaufen musste. Ist zurzeit ehrlich gesagt so ein bisschen in der Schwebe. Es war wirklich nicht schlecht. Der Schreibstil hat etwas, aber ich, ja, bin nicht begeistert. Würde es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr sehr, sehr ruhige Geschichten mögt und durchaus auch gerne über Religion nachdenkt. Das spielt halt wirklich eine große Rolle. Ansonsten eher so lala. Dem folgte dann Alle Farben Rot, was ich zusammen mit Sophie vom Kanal Versand las. Es war mein und ich glaube auch ihr erstes Buch aus Indonesien, worauf ich mich sehr freute. Letztlich hat es mich aber nicht so wirklich überzeugt. Im Kern geht es hier um Amba und die beiden Männer Bisma und Salva in den 60er Jahren in Indonesien, in denen es eben zunehmend zu politischen Unruhen gab. Es haben sich später zum Beispiel auch ganz viele so Gefängniskolonien auf abgelegenen Inseln gebildet und alle drei Namen, also Amba, Bisma und Salva stammen aus dem indonesischen Nationalepos. Das heißt, man hat immer so eine Menge, ich sag mal, mythologischen Ballast mit bei diesen Protagonisten dabei. Und es geht auch viel um Selbstbestimmung versus Nomen est Omen, so ein bisschen könnte man sagen. Das Buch, also die Geschichte, beginnt aber im Jahr 2006 mit einer schon älteren Amba und die Vergangenheit entfaltet sich dann halt in den kommenden Kapiteln. Sowohl mir als auch Sophie wäre eine rein historische Erzählung lieber gewesen. Ich finde halt auch, bei manchen Geschichten funktioniert das sehr gut, da muss man sogar nicht chronologisch erzählen, aber hier hat das wirklich überhaupt nichts dazu beigetragen, meiner Meinung nach. Was mir allerdings zuerst etwas negativ auffiel, ist, dass die Menschen hier sehr unrealistisch sprechen. Und ich bin auch kein Freund so jetzt von einer super realistischen Wiedergabe von den ganzen Äs und Pausen und dem Stuss, den man halt so im normalen Leben spricht, aber hier war es schon ein bisschen arg idealistisch. Und am meisten ist mir das tatsächlich bei den Liebesbekundungen und dann auch Liebes- und Sexszenen aufgefallen, die fand ich ganz schön pathetisch. Ich möchte euch zwei Beispiele vorlesen und werde da den Namen des Mannes immer jetzt mal mit dem Pronomen ersetzen, damit ihr jetzt noch nicht wisst, wer da mit wem schläft. Also, an diesem Abend ließ Amba ihn in ihr Zimmer und nachdem er sie auf das kleine Bett gelegt hatte, schmiegte er sich an sie und umfing sie mit seinem Mund, seinen Händen, seinem ganzen Körper. So blieben sie bis zum Morgengrauen. Jedes Mal, wenn er eine Frage in ihren Augen sah, flüsterte er: Was auch immer du denkst, wirf es weg, du bist mit mir. Als dieser Mann sein Verlangen tief in ihren Körper gepflanzt hatte und sie spürte, wie etwas in ihr erschüttert wurde und sich öffnete, war sie nicht mehr die Amba von früher. Und in ihr tauchte erstmals der Gedanke an ein Baby auf und das Bild von Kindern im milden Sonnenlicht. Und ich gebe euch noch ein zweites, was in eine ähnliche Richtung geht. Bla bla bla. Und sie ließ es zu, dass ihr Geliebter mit seinen Händen, seiner Zunge und seinem Glied die Angst aus ihrem Körper vertrieb. Ja, also nicht nur, dass mir das persönlich nicht gefallen hat, ich fand tatsächlich, dass das auch nicht zu Amber passte. Sie wurde uns vorher als sehr unkonventionelle Frau vorgestellt, die sich eher so ein bisschen gegen Regeln aufhebt, zumindest wenn sie das halt für sich selber nicht so empfindet, dass das das Korrekte wäre. Und ich will auch nicht, dass sie irgendwie nie Kinder kriegen wollen soll. War das jetzt korrektes Deutsch? Nein, auf jeden Fall war es mir aber halt einfach ein bisschen zu viel. Also kaum hat sie einmal einen Mann getroffen, mit ihm geschlafen, zack, ist irgendwie alles anders und sie denkt ganz anders von der Welt. Dazu nochmal ein letztes Zitat. Mit ihren Augen sog sie das Salz seines Schweißes auf seinem Nacken auf und die Feuchtigkeit, die sich unter den Achseln auf seinem Hemd abzeichnete. Er war ihr Mann. Der Duft seines Samens lebte in ihrer Kehle. Seine Worte hafteten an ihr wie die Lieder ihrer Kindheit. Ja, Dragon Muse hat mir auf Instagram das schöne Wort Samentrauma beigebracht. Das hatte ich bei diesem Buch eben auch. Es gab auch noch so ein paar andere nervige Dinge. Wir haben einen Fall von Insta-Love. Wir haben vollkommen unbegründete Eifersucht. Immer, immer wieder. Also kann man wirklich nicht logisch erklären, warum die aufkommt. Jedes Mal wieder. Allgemein hatte ich eher Probleme mit den Charakteren. Was mich auch störte, ist, dass alle wirklich so hin und weg sind von Amber. Sie wird am Anfang ganz bewusst als eben nicht so schön wie ihre Schwestern bezeichnet. Natürlich können auch schöne Menschen auf jeden Fall beeindruckend sein, aber die verfallen ihr alle. Also sowieso sind die Protagonisten alle sehr erhoben, finde ich. Und mir wäre es so viel lieber gewesen, wenn man einfach
normale Menschen in politisch schwierigen Zeiten gehabt hätte und nicht so dieses abgehobene, pathetische. Sowieso, ich glaube, was mich an dem Buch stört, ist es, also es ist fern jeder Ironie. Es nimmt alles so unglaublich ernst. Ein Kuss ist ernst, ein Blick ist ernst, ein Wort ist ernst. Alles ist immer sehr, sehr aufgeladen. Ich meine, gut, man hätte sich vielleicht am Anfang, wenn dieser Mythos, dieser Nationalepos wiedergegeben wird, das schon so ein bisschen denken können. Aber ich mochte das eigentlich auch, wenn Verbindungen zu dem, zur Mythologie gegeben wurden. Aber es war mir halt zu aufgeladen. Was mir positiv auffiel, waren die eher kurzen Kapitel oder Abschnitte, die so einen gewissen eigenen Sog auf mich auswirkten. Außerdem eben das Leben in Indonesien, was für mich neu war. Ich habe also viel dazugelernt, aber letztlich war halt genau davon zu wenig und dann zu viele Liebesszenen, zu viel Pathos. Und ja, insofern für mich leider eher enttäuschend für mein erstes Buch aus Indonesien. Danach las ich ein weiteres Geburtstagsgeschenk von Sophie, nämlich Frauenbewegung und Feminismus von Ute Gerhard. Ich kannte die Autorin vorher auch nicht. Sie ist emeritierte Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung, war die erste Inhaberin eines Lehrstuhls für Frauen- und Geschlechterforschung in Deutschland. Well done, Ute, well done. Und ich fand es toll. Schon allein der Fakt, dass sie sofort zur Sache kommt. Also es gibt jetzt hier keine 10 Seiten Einleitung, wo sie irgendwie mal sagt, ja, ich will dann das und das beschreiben und am Ende möchte ich in diesem Kapitel dann dazu kommen. Nein, sie legt gleich los. Das hat mich damals im Studium schon immer genervt, wenn man irgendwie erstmal sagen muss, was man machen will, anstatt es eben endlich zu machen. Ich beschäftige mich zwar mit Feminismus so ein bisschen aktuell, also in der heutigen Zeit mit aktuellen Debatten, aber mir fehlt so ein bisschen, oder mir fehlen so ein bisschen die literarischen Grundlagen. Und das hier bietet einen großartigen Überblick. Es ist für den Einstieg, finde ich, perfekt. Natürlich ist es nur eine Einleitung. Es ist nicht super lang. Zum Beispiel hätte auch ich mir etwas mehr zu den letzten Jahren gewünscht. Aber für einen Anfang finde ich es perfekt. Ich habe auch nochmal so viel Neues gelernt. Durchaus auch Dinge, die mich wütend und traurig gemacht haben. Auch einfach Kleinigkeiten, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass auch dann in der Weimarer Republik noch mit der neuen Verfassung viele Dinge halt aus der alten noch übernommen wurden. Zum Beispiel solche Sachen wie der Fakt, dass der Ehemann immer noch berechtigt war, die Arbeitsverträge der Ehefrau zu kündigen. Einfach so, ohne ihre Einwilligung konnte er machen. Und auch, dass Beamtinnen bei ihrer Verheiratung aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Warum auch immer. Das Buch macht aber durchaus auch Hoffnung, wenn man sieht, was man schon erreicht hat. Es konzentriert sich eher auf Deutschland und also schwappt mal so ein bisschen zur Französischen Revolution und auch zur englischen Suffragettes-Bewegung, aber es konzentriert sich immer so ein bisschen auf den europäischen Rahmen. Ganz kurz kommen auch mal amerikanische mit der vor, aber ja, es ist ja auch nicht so dick, es ist ein erster Anfang, es hat viele Textbeispiele und weiterführende Literatur mit dabei, an die man sich noch machen kann. Für jemanden, der sich damit noch nicht so auskennt oder vielleicht halt auch eher das Aktuelle liest und nicht so die Herkunft der Frauenbewegung eigentlich, für diejenigen kann ich das absolut empfehlen. Das war toll und hat mich absolut verliebt gemacht in diese C.H. Beck-Wissen-Reihe. Also für solche kleinen Anfänge, Überblickssachen ist die, glaube ich, perfekt. Ich habe zum Glück noch ein anderes von Sophie bekommen, nämlich über die Geschichte Russlands und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wäre für mich eine tolle Reihe, so für kleine Sachbücher zwischendurch. Als nächstes machte ich mich an Lucifer von Conny Palmen. Hier geht es um den homosexuellen Komponisten Lukas Loos und seine Frau Clara Wevers, die sich 1981 in einen Abgrund stürzte. Und da die beiden eben sehr unglücklich waren, auch ständig im Streit lagen, entstand eben die Frage, war es wirklich ein Unfall? War es eventuell Selbstmord oder gar Mord? Ich muss zugeben, ich hatte hier ein bisschen falsche Erwartungen. Ich dachte, wir würden wirklich in erster Linie eben diesen zwei Personen folgen, dass es sich wirklich um die zwei drehen würde. Beziehungsweise maximal noch unsere Ich-Erzählerin, denn das wird hinten drauf an, auch schon angekündigt, dass eben 25 Jahre später eine Autorin, unsere Ich-Erzählerin, vielleicht ein alter Ego Conny Palmens, auf den Fall aufmerksam wird. Stattdessen hören wir zum Großteil eben die Meinung der Leute drumherum. Also es ist wirklich die ganze Zeit so, ich glaube ja, das und das ist passiert. Und jemand anders sagt, naja, aber ich weiß, dass das und das nicht sein kann. Und ein Dritter sagt, naja, aber das und das deutet darauf hin. Also es ist wirklich ein riesengroßes Hin und Her und Vermutungen drumherum, Andeutungen. Und ja, keiner weiß so genau, was passiert ist, aber wir erfahren halt auch ganz wenig aus der Sicht der beiden, sondern immer nur von Leuten so drumherum. Ich meine, vermutlich wollte sie das machen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Also, dass sie uns jetzt nicht direkt von Anfang an sagt, hör, übrigens, es war Mord, es war Selbstmord, es war ein Unfall, sondern dass man das halt so selber nicht weiß, dass man in diesen Sog der Vermutung hineingezogen wird. Mir persönlich wäre es trotzdem lieber gewesen, wenn es einfach um die zwei gegangen wäre. Ich brauche da irgendwie keine künstliche Spannung. Ich hätte denen auch gerne chronologisch gefolgt, obwohl die beide unausstehliche Menschen sind. Also, so wie die beschrieben werden, sie waren wirklich nervig, aber die Vermutungen drumherum haben mich persönlich eher weniger interessiert. Das Ganze war jetzt aber auch definitiv nicht schlecht. Ich hatte halt nur ein bisschen falsche Erwartungen. Ich bin Conny Palmen gegenüber definitiv offen eingestellt. Es war
ein guter erster Roman von ihr. Ich habe jetzt aber auch nichts irgendwie Schönes angestrichen, so war es auch wiederum nicht. Bin so ein bisschen in der Waage. Es war nicht schlecht, aber es hat mich auch noch nicht vollkommen gewuppt. Dem folgte dann Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiler. Hier haben wir eine Parallelerzählung. In der Jetztzeit folgen wir Simon, der im baufälligen Haus seiner schon lange verstorbenen Eltern wohnt, was eben immer mehr zerfällt. Also die Küste spült da auch immer ran oder zerspült den Boden unten drunter. Seine Schwester zieht mit so einer Wandertruppe aktuell durchs Land und er bekommt von einem Buchhändler ein Buch zugeschickt, was so eine Art Tage- und Finanzbuch eben einer Wandertruppe im 18. Jahrhundert war. Und es gibt so einige Andeutungen, dass das etwas mit seiner Familie zu tun hat, mit einem Geheimnis rund um die Frauen in seiner Familie. Und Überraschung, der zweite Erzählstrang ist eben dann genau um diese Wandertruppe im 18. Jahrhundert. Und da folgen wir vor allem Amos, einem stummen Jungen, der quasi Wahrsagerlehrling wird und ein besonderes Verhältnis zu Evangeline hat, die er quasi so aufschnappt, die er findet. Und sie wird auch Teil der Truppe. Sie kann sehr, sehr lange die Luft anhalten und wird eben quasi als Meerjungfrau gehandelt. Allgemein gibt es hier sehr viele Assoziationen zum Meer, unter anderem auch in der Sprache. Ich glaube, es gab mal ein, was da stand, sowas wie, er sprach mit Gicht in der Stimme. Oder natürlich der Fakt, dass das Meer sich eben dieses Haus holt, was für unseren Protagonisten so voller Vergangenheit ist. Ich mochte die Atmosphäre hier in diesem Buch. Es wirkte alles sehr geheimnisvoll. Mir persönlich driftete es dann aber etwas zu sehr ins Übernatürliche ab. Also ich mag so eine gewisse mystische Stimmung. Ich will es mir dann aber logisch erklären können. Und das war hier dann meiner Meinung nach irgendwann nicht mehr der Fall. Also das konnte man sich dann auch nicht mehr wirklich logisch schönreden. Das war dann einfach übernatürlich. Trotzdem habe ich es im Allgemeinen sehr gemocht. Es hatte durchaus auch eine schöne Sprache. Ich möchte euch ein ganz kurzes Beispiel dafür geben. Nur ein Satz. Seine Worte sind voller seltener Dinge, voller Sorge und Möglichkeiten. Das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Es ist vielleicht noch kein neuer Liebling, aber es war wirklich eine schöne Lektüre und die Autorin steht definitiv so auf einer, das kann man mal weiter verfolgen, was die so rausbringt, Liste. Dem folgte dann Wir Flüchtlinge von Hannah Arendt. Das war ebenfalls ein Geschenk von Sophie. So viele Geschenke von Sophie diesmal. Und es hat sehr gut gepasst, da ich ja vor kurzem ihre Biografie las und dadurch schon ein gewisses Interesse geweckt wurde. Dieses Essay schrieb sie 1943 auf Englisch, während sie eben auch in den USA lebte. Ich fand es interessant. Das Ganze ist schon ihr autobiografisch geprägt, aber sie versucht es dann immer so ein bisschen zu verallgemeinern, was ihr mal mehr, mal weniger gut gelingt. Insofern regte es mich auf jeden Fall zum Nachdenken an, aber man kann es jetzt zum Beispiel auch nicht auf die heutige Situation übertragen, eins zu eins. Also das muss und soll natürlich auch nicht unbedingt sein. Wie sollte sie das 1943 auf diese Art vorhersehen? Ich meine das jetzt nur mal, falls sich einer von euch gerade irgendwie mit der Flüchtlingskrise beschäftigt. Das hat sie hier nicht wirklich mit drin. Sie liefert sowieso keine wirklichen Lösungen, meiner Meinung nach, legt das Augenmerk aber schon auf wichtige Dinge. Ich möchte euch mal ein Beispiel vorlesen, was stark autobiografisch geprägt ist, was man aber durchaus so ein bisschen auch auf die aktuelle Situation beziehen kann. Und zwar war es ja bei ihr so, dass sie aus Deutschland floh irgendwann nach Frankreich. Und sie beschreibt ja auch gerade, wie sie halt dann in dem neuen Land immer versuchen, optimistisch zu sein und sich auch anzupassen und ja nicht die bösen Flüchtlinge zu sein, sondern sich zu integrieren. Und hier steht dann: Um reibungsloser zu vergessen, vermeiden wir lieber jede Anspielung auf die Konzentrations- und Internierungslager, die wir fast überall in Europa durchgemacht haben. Denn das könnte man uns als Pessimismus oder als mangelndes Vertrauen in das neue Heimatland auslegen. Wie oft hat man uns außerdem zu verstehen gegeben, dass das niemand hören möchte? Offensichtlich will niemand wissen, dass die Zeitgeschichte eine neue Gattung von Menschen geschaffen hat. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden. Ja. Also es war ein schöner kleiner Einstieg in ihr Werk, es hat mich zum Nachdenken angeregt, aber als nächstes würde ich gerne ein etwas längeres, vielleicht auch besser ausgearbeitetes Buch von ihr lesen. Ja. Diesen Monat brach ich auch wieder ein Buch ab. Ich möchte gerne vorher dazu sagen, dass das definitiv nicht das schlechteste Buch ist, was ich jemals las. Ich habe schon schlimmere Bücher zu Ende gelesen, aber ich komme eben immer mehr zu der Erkenntnis, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Ich sollte mich nicht so lange mit Geschichten aufhalten, die mich nicht glücklich machen. Und in dem Fall ist es Und konnten es einfach nicht fassen von Sabine Thomas. Eine Kurzgeschichtensammlung, aus der ich eben drei Geschichten am Stück las und dann hinten nochmal so ein bisschen hineinblätterte. Aber leider konnte mich keins davon wirklich überzeugen. Die Autorin ist Rechtsanwältin und in jeder Geschichte kommt auch früher oder später eine Ich-Erzählerin vor, die eben auch Anwältin ist. Also vielleicht so als Art Alter Ego Sabine Thomas. Aber vorher beschreibt sie auch durchaus auktorial eben die Protagonisten der jeweiligen Geschichte. Und um es kurz zu fassen, ich fand halt einfach, es war wirklich so gar nichts Besonderes. Also weder literarisch, dass ich mir dachte, es waren irgendwie schöne Formulierungen dabei oder eine interessante Erzählweise, noch
inhaltlich, dass irgendwie etwas wirklich Herausragendes war, eine besondere Begebenheit oder im Gegenteil, dass sie Alltägliches vielleicht einfach so wunderbar beschreiben könnte, wie ich es noch gar nicht kenne. Keins von beiden war da und ich möchte wirklich niemanden verletzen, aber meiner Meinung nach war das sehr belanglos. Zumindest mir konnte es überhaupt nichts geben. Aber als letztes diesen Monat kam zum Glück noch etwas Positives, nämlich Freie Geister von Ursula K. Le Guin. Das ist eine neue Übersetzung mit einem neuen Titel von The Dispossessed, was es unter anderem als die Habenichtse, glaube ich, auf Deutsch auch gab und auch noch in irgendeiner anderen Übersetzung, aber das ist eben die neue aus dem Fischer Tor Verlag. Hier geht es um die zwei Nachbarplaneten Uras und Anaris, falls man sie so ausspricht, die sehr unterschiedliche Gesellschaftsformen aufweisen können. Und darauf deutet auch schon der Untertitel hin, das heißt eine zwiespältige Utopie. Und das bezieht sich meiner Meinung nach durchaus auch auf diese zwei Planeten, die eben sozial und wirtschaftlich einfach ganz anders funktionieren, aber auch speziell nochmal auf Anaris, was vielleicht ein bisschen mehr im Zentrum steht. Denn davon denkt man zuerst, das ist irgendwie ein bisschen das Utopischere der beiden, aber auch hier kommt allmählich die Frage auf, ob es nicht so kurz davor ist, in eine Dystopie zu kippen. Ja. Und wir folgen dem Ganzen so ein bisschen anhand von Scheweck, einem Physiker, bei dem wir in wechselnden Kapiteln einmal seine Kindheit, Jugend und Entwicklung auf Anaris kennenlernen, aber auch seine Zeit auf Uras. Denn im ersten Kapitel ist er der erste Anarese, der eben nach Uras zurückkehrt. Denn ursprünglich kommen alle auf Anaris von Uras. Also das werdet ihr dann auch im Laufe der Geschichte erfahren. Dazu gleich mal ein Zitat, als er eben auf Uras von jemandem gefragt wird, ob es auf Anaris wirklich so schön ist. Und er antwortet: Ich weiß nicht. Nein, es ist nicht wunderbar. Es ist eine hässliche Welt, nicht so wie diese. Anaris besteht nur aus Staub und dürren Bergen. Alles karg, alles trocken. Auch die Menschen sind nicht schön. Sie haben große Hände und Füße, so wie ich und der Diener da. Aber keine dicken Bäuche. Sie werden sehr schmutzig und baden zusammen. Das tut hier keiner. Die Städte sind klein und langweilig, trostlos, ohne Paläste. Das Leben ist langweilig und die Arbeit hart. Man kann nicht immer bekommen, was man will, oft nicht einmal, was man braucht, weil es nicht genug gibt. Sie hier auf Uras haben genug. Genug Luft, genug Regen, Gras, Meere, Nahrung, Musik, Gebäude, Fabriken, Maschinen, Bücher, Kleider, Geschichte. Sie sind reich. Sie haben Besitz. Wir sind arm. Bei uns herrscht Mangel. Sie haben, wir nicht. Hier ist alles schön, bis auf die Gesichter. Auf Anaris ist nichts schön, aber die Gesichter sind schön. Die anderen Gesichter, die Männer und die Frauen. Wir haben nichts als das, nichts als einander. Hier sieht man die Juwelen. Dort sieht man die Augen. Und in den Augen sieht man die Schönheit des menschlichen Geistes. Denn unsere Männer und Frauen sind frei. Da sie nichts besitzen, sind sie frei. Und sie, die Besitzenden, sind besessen. Sie sind alle im Gefängnis. Jeder für sich allein, einsam, mit einem Haufen Habseligkeiten. Sie leben im Gefängnis, sie sterben im Gefängnis. Das ist alles, was ich in ihren Augen sehe. Die Mauer, die Mauer. An sich geschieht recht wenig. Also dieses Buch lebt von seinen Überlegungen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich bin einfach jemand, der immer, immer wieder über das menschliche Miteinander und Gesellschaftsform lesen kann. Das hat man bestimmt heutzutage alles irgendwie schon mal gehört. Dystopien kennen wir inzwischen alle, verschiedene politische Systeme, bla bla bla. Ich genieße es immer wieder, das zu lesen. Und hier sind vor allem einfach so viele Themen vertreten gewesen. Also um euch nur ein paar zu nennen, es geht natürlich um Politik, es geht um Gesetze und auch Moral, es geht um Besitz und Krieg, es geht um Sexualität, Geschlechterrollen, Selbstverwirklichung, Arbeit, Manipulation, Zeit, Kunst. Also es war wirklich so viel zum Nachdenken dran. Ich glaube, das ist auch ein Buch, was man super in einem Seminar diskutieren könnte oder in einer Lesegruppe. Da steckt einfach so viel drin. Durchaus auch halt viele Dinge an die Menschen glauben, also ich meine jetzt nicht mehr religiös, sondern woran man so sich im Alltag klammert, ob man halt für Geld arbeiten geht, ob man arbeiten geht, weil man sich selbst verwirklichen will und dergleichen, wie ich es gerade schon angedeutet habe, da steckt ganz viel drin, kann man viel drüber reden. Bei der Sprache muss ich sagen, sie ist an sich nicht atemberaubend, aber es gibt einige schöne Stellen, wie ich euch gerade schon eine vorlas und dann möchte ich nur noch ein letztes Beispiel geben. Das ist aus einem Moment, in dem Scheweck eben schon auf Uras ist und seinen Planeten eben als eine Art Mond aufgehen sieht und dann steht hier: Um ihn herum wanderten die Schatten, doch er saß reglos da, während Anaris über den fremden Bergen aufstieg. Auf seinem vollsten Stand, mattgrau gefleckt und bläulich-weiß, sanft leuchtend. Das Licht seiner Welt füllte seine leeren Hände. Klang sehr schön, meiner Meinung nach. Ansonsten halt hauptsächlich für die Überlegungen empfehlenswert. Ich mag Ursula K. Le Guin sehr. Ich kann auch viele andere Bücher empfehlen, unter anderem
Die linke Hand der Dunkelheit heißt das jetzt auf Deutsch. Da gibt es dafür noch auch eine andere Übersetzung. Naja, auf jeden Fall dieses Buch sehr, sehr toll und das gefiel mir auch gut. Das war ein guter Abschluss für meinen Februar. Aktuell lese ich das neue Buch von Zsuzsa Bank und mein März wird mit Nietzsche zusammen mit Bücherliebe beginnen. Mal schauen, wie sich die zwei entfalten werden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr was über die Bücher zu sagen habt. Entweder weil ihr sie selber schon gelesen habt oder weil ihr mir etwas dazu sagen wollt, was ich gerade über die Bücher gesagt habe. Ansonsten danke ich euch noch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.